www.kindernetz.de. Ich heiße Abduli. Ich bin Avena. Wir sind beide 7 Jahre alt. Und wir leben auf der Insel Sansibar. Mitten im Indischen Ozean. Und wir zeigen euch unsere schönsten Abenteuer. Kommt mit uns! Heute sind wir bei unserem Freund Dula zum Pilau-Essen eingeladen. Unser Lieblingsgericht mit Reis und ganz vielen Gewürzen. Die wachsen hier alle auf Dulas Farm und wir sollen sie ernten. Um die Gewürze zu ernten, muss Dula häufig klettern. Deshalb hat er ganz viele Muskeln. Dula kann ganz lustige Sachen machen. Als erstes sollen wir Nelken ernten. Wenn sie reif sind, leuchten sie rot. Dula erzählt uns, dass Nelken nicht nur zum Würzen sind. Sie helfen auch als Medizin. Oh, das wäre prima. Denn ich habe schlimme Zahnschmerzen. Das tut ganz schön weh. Dula drückt einfach etwas Nelkenöl auf meinen Zahn. Das hilft gegen den Schmerz und gegen Entzündungen. Schon viel besser. Aber sie sind ganz schön scharf. Die meisten Nelken wachsen hoch oben in der Baumkrone. Aber da kommt nur Dula hin. Sansibar ist berühmt für seine Gewürze. Deshalb nennt man Sansibar auch die Gewürzinsel. Früher wurden die Gewürze sogar mit Gold bezahlt. Aber das ist lange her. Mit den Nelken kann man auch prima Quatsch machen. Nächstes wollen wir Zimt ernten. Dazu braucht man nicht nach oben zu klettern und auch keine Früchte zu pflücken. Der Zimt versteckt sich woanders. Um das Gewürz zu ernten, braucht man ein Messer. Denn das Zimtaroma verbirgt sich in der Rinde. Ganz schön schwer, die abzuschneiden. Dula achtet darauf, dass wir nicht zu viel nehmen, sonst stirbt der Baum. Das riecht sehr gut. Und schmeckt süßlich. Total lecker. Jetzt haben wir Nelken und Zimt für unser Essen. Aber es fehlt noch ein Gewürz. Versteckt am Boden. Unter diesen Büschen wächst es. Das ist Kardamom. Die Kapseln können wir einfach abziehen. Und wenn man die vorsichtig öffnet, dann sind da so graue Samen. Das ist das Gewürz, Kardamom. Es schmeckt nicht süß, eher scharf. So wie wir es auf Sansibar mögen. So, lass uns gehen. Ich bin schon ganz hungrig.
Dulas Frau Zainabu wartet schon auf uns und auf die Gewürze. Auf dem Feuer kocht sie bereits den Reis. Zainabu freut sich über die vielen Gewürze. Das wird ein Festessen. Die Gewürze kommen zuerst in einen Holztopf. Und dann zerstampfe ich sie. Pass auf, nicht daneben stoßen. Fertig. Die Mischung schütte ich jetzt zum Reis. Kartoffeln und Hähnchenfleisch sind auch im Topf. Das riecht total lecker. Hoffentlich ist das genug. Ich könnte alles alleine essen. Auf Sansibar ist es immer sehr warm. Deshalb essen wir meistens draußen. Pilau ist das Lieblingsgericht der Sansibari. Und wir essen es mit den Händen. So schmeckt es am besten. Der Kardamom ist scharf. Und den Hühnern schmeckt es auch. Hey, weg da! Ein schöner Tag mit Pilau aus eigenen Gewürzen.